Geht nicht. Das ist Privatschiff. Verpisst euch. Gönnt mir. Tschüss. Ich bin so gut. 10 Tentakelwochen erledigt. Jetzt 100 Erfahrungspunkte. Ah, das verspricht, eine interessante Sektion zu werden. Ja, genau so. Ungeheuerlich. Nie hat ein Wesen derart leicht unsere Reihen durchdrungen. Dieses Tempo kann es unmöglich durchhalten. Unmöglich. Warum ist bei dem alles großgeschrieben? Captain Kax. Kax. Ah, Kapsel oder seine Schiffscrew oder was? Es wird doch nicht etwa bis zum Kern vordringen. Lächerlich! Na, ein Glück. Es sieht nämlich danach aus. Bei beiden Monden. Wie kann das sein? Gebt Großalarm! Eine einzelne Kreatur vor die größte Macht heraus. Ha! Nichts kann die Macht des Mars mehr aufhalten. Nichts und niemand. Ha. Alarm. Alle Nachfahren Professor scheinen entdeckt worden zu sein. Verraten. Von einem knurren gelehrten Magen. Was für ein schmähliches Ende. Jetzt schwatzt du klug. Du hast versucht, den Professor aufzuhalten. Wir haben den Salat. Oh nein, mein Liebster. Geht noch immer durch die Gänge, wenn das halbe Schiff im Aufruhr ist. Blöde Idee! Aber ich schieße erst ordentlich Schwung zu haben! Schatz, was machst du denn da? Durch den Schacht gekrabbelt, um Argas Weg zu gehen! Durch diesen Schacht? Jawohl, Täubchen! Aber die Wand ist viel zu dünn, um einen derart tiefreichenden Schacht zu enthalten. Komm doch perspektivisch gar nicht hin! Kann ich auch wieder gehen! Sei nicht so ein Dickkopf! Es ist schön, dich wieder hier zu haben! Wieso? Da kann doch auch jederzeit eine Kammer angebaut sein, Mensch. Jawohl. Haben wir gleich länger besorgt! Ach, was, Putzi, aufmerksam von dir. Ich dringe nur ungern das Holz der Wolkenreich ein. Aber es herrscht immer noch Alarm. Das ist doch etwas an. Da ist doch etwas an der Tür, oder? Das ist doch etwa dieses Ding. Überraschung! Halt im Namen des Mars, wage es nicht, dem Kern zu nahe zu kommen. Sonst was! Was ist das denn? Sieht eher wie so ein Märchenhaus oder so aus. Ah, das nenne ich ein würdiges Objekt für sinnloses Zerstörungswerk. Ich bringe das Ende. Hey, der repariert Sachen genauso wie ich. Das ist schön. Oh Schatz, mir ist, ob das Schiff zerbricht. Was sollen wir nur tun? Ist vielleicht eine große Hilfe. Wir stürzen. Bist du sicher? Wo ist das Wissenwesen? Weil wir scheinbar gerade in Erdnussmeer eingetreten sind. Nur die Ruhe wäre gefährlich. Die Lage ist mistig, ganz gewiss. Doch bin ich zuversichtlich. Der Stürmekraft packt unverzagen jedes Ding, um sie fortzutragen. Wesen! Verflitzt! Weg ist er! Ja. Und der, wo das nächste kommt? Aber zum Glück sind wir ja. Und. Das ist so geil. Das ist die Hölle. Ah, herrlich. Ich weiß schon, warum ich dieses Spiel so sehr mag. Bei einer angemessenen Weile Zeit. War frei! Selbst wenn noch ganz Anima! Er will ich nie an die Landung gewöhnen! Postwitz! Teufchen! Ist verletzt! Rippe, Fuß, Ellenbogen. Was soll das schmerzen, Liebste? Nein, sie stellen die nicht wehtun. Puh, noch ganz außer Atem. Ist ja im Moment verschlaufen. Natürlich! Ist der Moment schon vorbei? Ja, du Nervensäge. Wo sind wir überhaupt? Im Wald. Wie sagst du es denn? Er hat Wald. Er hat, Gölz! Afrika, Amazonien, an der Insel Ozeanien. Wenn du der Prof so gehen wäre. Wesen, geht es dir gut? Vielleicht. Möglicherweise. Warte, wir helfen dir.
Wie beeindruckt, wie der Kerl aufstehen kann. Ist nicht schön, wie glimpflich wir alle dieses Abschnitts aus vielen tausend Metern überstanden. Junge Blaue, bitte jetzt die Lage inspizieren. Wohl gesprochen. Vor allem die verstreuten Kisten scheinen mir ein Blick wert zu sein. Und die Grundwasser hier! Die Luftmühle ist etwas beträchtlich. Wir werden uns besser auf den Weg machen! Ungemütliche Gegend! Hau ruck! Medizin, Waffen. Das ist eine Elektroelle, ein Stahlhelm, ein Riechwasser, ein Wundsalbe. Volltreffer! Ein wildes Trümmerstück. Wieso? Kann nur ein Schild nehmen. Komm. Wertloses Trümmerstück. Ach. Leer! Wollte ich erwähnt haben. Ist da hinten vielleicht noch irgendwas? Aha. Nichts entgeht mir. Und jetzt laufen diese Gunne. Ein Stahlpanzer, ein Stahlhelm, drei Gegengift. Und ich habe volle Werte, glaube ich. Jawohl. Was sagt er zum Busch? Seele Buchs, wenn wir nur etwas hätten, um seinen Weg zu bahnen. Ja, das ist natürlich so gigantisch. Wow, ein Unterarmblitzwerfer, der einfach mal fast das Dreifache Schaden austeilt. Oh. Stahlpanzer, Stahlhelm. Ich kann wahrscheinlich eh keinen Stahlhelm tragen, oder? Okay, hat sich schon erledigt. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wir sind gut ausgerüstet, um jetzt in unseren Tod zu laufen. Es kommt sich bald ein richtig unangenehmer Endgegner. Und mit richtig unangenehm meine ich, dass der richtig unangenehm ist. Da habe ich auch lange gebraucht, bis ich ihn besiegt habe. Was heißt lang? Gut, lang ist jetzt sehr relativ, ne? Oh! Professor! Opa liegt auch rum. Hallo! Professor! Es ist mich! Pass mal auf, ich will deine Stiefelspitzen zustande stupsen. Na bitte! Ein Fachmensch deaktiviert! Professor, ist alles in Ordnung? Liebe Zeit, wie ist mir denn bloß? Verlocket, alle Gefährden sind wohl auf. Von diversen Prellungen, Hirn, Nebeln und einem allgemein wunderlich Sein abgesehen, stimmt die Diagnose. Sind scheinbar eine Art Wald. Wozu hier, Professor? Ist gut, ein lexikalischer Experten ihres Rangs unter uns zu haben. Wissen. Schmeichlerin, jeder simpel hätte es sagen können, aber ein Weg mehr sehe ich schon. Sie wissen, wo wir sind. Wo? Sagen Sie es. Wuchs und Pflanzform geben mir einen wichtigen Indiz für den Breitengrad in die Hand. Ich. Kurzform! Als sie nun wieder scheinen in Afrika niedergegangen zu sein. Vielleicht im Kongo. Afrika! Kongo! Dann werden wir ja! Exakt, wir sind mitten im Herzen der Finsternis. Im Herzen. Oh, wie schrecklich. Lauf mir die Frage, weil der Professor ein volles Weltenschiff getrieben hat! Das Waffenschiff wohl jetzt schließen. Das interessiert mich auch. Ihr zügellos Appetit hat uns in die allerhöchste Not getrieben. Liebe Freunde, stürmen Sie nicht so heftig. Ich weiß noch gar nicht, wo mir der Kopf steht. Man muss gestehen, selbst nicht zu wissen, was mir da so unkonventionell überkam. Einmal schien mein Inneres zu revoltieren. Ich rannte vor die Tür und dann... Ich weiß es nicht. Ach, kommt nur eine unbestimmte Empfindung. Irgendwie rot. Rot ist meine Lieblingsfarbe, ja. Rot ist schön. Ah, so. Gut, kann weitergehen. Tut mir leid, aber ich fürchte, ich kann es selbst nicht erklären. Fürchte! Erklären wir stehen zu müssen! Einzeln! Wann? Ist genug, Schatz. Sind wir vorläufig nicht unseren werten Freund. Das klingt so unanständig. Bin mir gern gleich woanders. Ja, das Professor der Schonung bedarf. Gewähren wir sie ihm. Sie ihm. Ja. Ich bin eine vollendete Krankenpflegerin, Fairste. Egal, Kiste. Kiste hat ziemlich tief in den Boden gebohrt. Dann beten wir unseren Göttern, dass sie nicht im Erdkern feststecken möge, ihr Gefährt. Pah! Aber hier ist Obst gespalten! Abflug der Erde! Kein Ganggehäuse, wir stehen mit einer Klinge! Ich glaube, das Wesen hat nur einen Scherz gemacht, Schatz. Schatz, Betreff! Zivilisten da sein! Humor! Aha! Was Fortschritte, Liebster? Sehr schön, jetzt sei so gut und zieh die Kiste aus dem Boden.
Hau ruck. Ja. Super Schatz. Hau mal rein! Meiner Speicherstecher hab ich bei der anderen beobachtet! Kennst du halt die Tricks? Achtung! Kiste Welt! Eine Kettensäge, Tonsalbe, Balsamöl. Eine Kettensäge? Nur wo ist das Benzin? Ich glaube, das liegt doch auf dem Mars. Verdammt! Toll! Jetzt werden wir nie herausfinden, was in der Treppe ist. Für alle, die sich jetzt fragen, hä? Wieso liegt das Benzin noch auf dem Mars? Es soll das Sekt Bekränken 1 gespielt haben. Ach, dann kann er kein Schild mehr tragen. Gut, 4 Stutz runter, das kann ich noch. Das geht ja gerade noch so. Er trägt doch gar kein Schild, dann soll ich vielleicht ihm mal eins geben. Wäre vielleicht vorteilhaft. Langsam sind meine Leute mal richtig ausgerüstet. Gut. Gut. Eigenartig. Das Quecks will so gar nicht das taxonomische System passen. Sich. Okay, das sagt da nichts zu. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder nach da hüben. Ob sie immer noch rausdampft. Kann ich da irgendwie da runterspringen? Nein, das geht nicht. Warum geht das nicht? Verdammt. Ich will die Kiste da unten haben. Da sind bestimmt 2 Tonnen Gold drin. Geh zurück, werde gefährt. Laserstrahl. Hör das! Du gütiger, gierige Wechsel mit Kalifornien Neigungen. Kann ich das? Schlag einfach kräftig zu, Schatz. Den Rest erklären wir dir später. Einschätzen. Stampfen ist nie verkehrt. Und ich denke mal, wenn ich da... Ja, natürlich wieder auf alle Gegner, natürlich. Alle anderen Gegner. Ich bin selbst mein schlimmster Gegner, ja, ich weiß. Was? Ist das irgendwie feuerstark? Kälte, Tritte, Klingenwaffen, Abschaumgegner, Heckenschere. Wohl, Moment, ich mach. So. So, Frost. Ich meine, okay, es ergibt Sinn, aber. Es sind Pflanzen. Von den Laser am Start. Schön, nicht? Hast du den Zweck? Wechsel mal! Befehl! Ja, ich weiß, Schatz. Ich finde die Kanone schön, die ich jetzt habe. Und tschüss. Limmzahne halten, ja. So. Wir sind also in Afrika. Welchen Teil Afrika lebt doch einmal diese großen Dinger? Kolossal. Alle Wetter. Ich verstehe nicht. Wir sind nicht beschwören, mein aber. Geraffen sehen anders aus, Herr Professor. Ja, lieber Freund. Wie kann nur, sollte ich mich so... Scheint mir auch kein Pavian zu sein. Welche Art Übermütiger. Ja, genau. Kindskopf, aber ja, die Challenger-Theorie. Wie mein? Liebe Freunde, ich bin kaum ein Zweifel, wo wir in Afrika sind. Finden Sie eine vergessene Welt. Ja, schön. Vergessene Welt? Was ist das für eine Theorie, von der Sie da sprechen? Challenger-Theorie. Oh, ist schon etliche Jahre her, seit ich diesen englischen Gelehrten zuletzt gesehen habe. Früher war ich noch häufig in London, aber in letzter Zeit wächst mir die Verwaltungsarbeit über den Kopf. Sie ahnen ja nicht, was für eine fürchterliche Bürokratie so eine Universität. Challenger, Professor, bleiben wir erst einmal bei diesem Thema. Challenger? Sie kennen diese wackeren Forscher auch? Ah, richtig. Ich wollte Ihnen ja davon erzählen. Kurzform, wenn es genehm ist! Dann verpassen die aber die schönsten Anekdoten über London. Wir müssen mal riskieren! Bericht! Na, von mir aus. Die guten Challenge formierte vor Jahren die
Forschertheorie, These, es gäbe ein gewisses Plateau, völlig abgeschieden von der übrigen Welt. Auf dieser Hochebene hätte sie das Leben in einer Form halten, die anderen Orts bereits verblichen ist. Das Plateau liegt nun genau in Afrika. Hier. Verblichenes Leben? Meinst du, Urwesen, wie die da existieren hier noch? Falls die Theorie stimmt, der ich zufällig anhänge, dann können wir es mit Sicherheit annehmen. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir alle ganz dicht beisammen bleiben. Was? Ah, er ist doch vergiftet. Was soll denn der Mist, der einem nach Größeren zum Opfer gefallen ist? Guck nicht so, man wird ja wohl noch fragen dürfen. Nein! Ich habe keine dummen Fragen! Gibt keine dumme Fragen, nur dumme Antworten. Leute, die diesen Satz zu sagen, haben noch nie eine dumme Frage gelesen. Gehört. Gut, was haben wir denn hier so? Ein Stein. Wir speichern lieber nochmal. Ja, doch, also, ja. Das steht schon, ne? Oh, ich laufe gegen den Stein, habe ich gewundert, oder willst du nicht weiter? Was willst? Ein, Vollkommen richtig erkannt, mein Lieber. Dort steht ein Iguan und ein Eis ist seit 100 Millionen Jahren mausetot. Sieht eigentlich noch ganz friedlich aus. Was Mantell recht hat, die Reise da ein Hahn, diese Riese da ein Hahn oder Pflanze ist. Wird er eine famose Fee, will den Kamin abgeben! Versteh dich, Schatz. Jetzt schwierig werden, die mitzunehmen. Jetzt auch nicht weiter. Verdammt. Hasse das, wenn wir in Orte gehen, dann geht's nichts. Kostet mich Lebenspunkte? Nein. Sauberflag! Fleh auch! So wie beim Grillhähnchen verfahren! Weiß auch Grillhähnchen, Schatz! Oh, wir müssen über den Prater, wenn wir wieder zu Hause sind. Geturtel am blanken Gebein eines Kadavers. Hier ist das zutiefst irritierendes. Bin mir nicht sicher, wo muss ich denn zuerst lang? Wo muss ich denn lang, damit ich da nicht lang gehen kann? Ah, da muss ich nicht lang. Viele Echsen! Brrr, auf eine fehlwege Natur. Schippt doch hoffentlich bald aus. Wer umgehen, dafür sorgen! Was zur Hölle? Stampfen ist immer gut. Oh, ich hätte vielleicht mal heilen sollen. Ja. Oh ja. Sehr schön. Sag mir bitte, dass die gegen Feuer schwach sind. Kelle tritt Überraschung. La 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 la. Kennt ihr das, wenn plötzlich das Spiel ins Menü zurückgeht und ihr nicht wisst warum? Das ist immer so merkwürdig. Ja. Ach ja. Och nein. Die kriegen auch immer keine Erfahrungspunkte, wenn sie tot sind, oder? So. Ich vergesse es aber nicht. Bin nämlich voll interviewt, voll schlauer, der ey. So. Ja, schön. Herrlich. Okay. Stampfen. Zieh halt trotzdem eine Gruppenheilung raus. Und wir benutzen mal Schlosssturm. Ja, ja, heil doch lieber mal. Feuerschläge, Kälte, dritte Überraschung. Na ja, da taut rein, wat? Ist geschockt, ist geschockt, ist geschockt. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die das schaffen. Ja, heißen braucht auch wegen Heilung. Vorzeitige Flügel, den bekomme ich mit Prügel. Schocking. Ja.
Naja, es hat sich gleich erledigt, denke ich mal. Und anscheinend hat sie es auch schon erledigt, ja. Doch. War doch einfach. Brüllflatze gelernt. So, dann packen wir mal aus, dass sie noch den Wundsalbe gegengibt. Na, was ist denn? In eine Kiste! War wer drin? Dankeschön, wir haben uns viel verlangt. Ich habe nur ein bisschen enttäuscht, liebe Stimme. Wir dachten. Ja, ja, also gut. Es sind doch eine Luftdruckkanister und ein Springteufel extra. Boah. Kiste ist leer. All das kennen wir ja schon. Eigenartig, eigenartig. Achso, kennen wir ja schon. Kennen wir alle schon. Alles dasselbe. Wir haben eine Kettensäge dabei. Warum sägen wir nicht alles nieder? Ach ja, richtig, weil das Benzin noch auf dem Mars liegt. Verdammt. Was machen wir jetzt nur? Ich wusste es, wir hätten das Benzin mitnehmen müssen. Ach, ärgerlich. Ist das immer... Oh, was ist das? Was macht das genau wieder Schock? So, jetzt setzt, dass es weh tut. Macht mal eine kleine Gruppenheilung. Ein Hoch auf die kleine Gruppenheilung. Ein Hoch auf Schock. So. Damit wäre es so gut wie beendet der Kampf. Ja, ja, ich hab Flügel, bla bla bla, macht platt. Ach, so eine neue Waffe, so was Schönes. Hopp, töte ihn bitte. Ja, es verschwendet heiß nur seine Magiepunkte. Faustschlag 2 gelernt. Jetzt kann ich mit zwei Fäusten schlagen, haha. Ja, es passt nicht rein, ich weiß. Den drücken wir eine Heilung, Heilung, Heilung. So, reicht. Nicht so viel verschwenden, müssen sparsam sein. Neue Beute, auch die gesehen, fressen. Schlangenkriegerschein. Boah. Fehlt da jetzt nicht irgendwas? Achso, V-Schlag 2 ersetzt V-Schlag. Ein plötzlich stark beim Gegner. Ich schlag einfach mal drauf. Was sehr effizient ist beim Heißen. Weichbild schon aus. Element Kälte, dritte. Wie es riecht sie es. Kälte oder dritte? Ach, wir benutzen einfach mal V-Schlag 2. Und machen mal einen Quetschsprung. Und drücken mir mal eine Heilung rein und was war die? Schwäche ist Eis oder Feuer? Ach, ich glaube Feuer. Von den Krieger noch nie leiden! Ach Gott. Schockiert mich ja förmlich, dass Heißen geschockt ist. Okay. Ich hätte mir merken sollen, gegen was er schwach ist, stark ist, ach. Hat sich erledigt. Egal, Level 18, Level 18, jawohl. Wir sind also in Afrika. Gibt's Maßen, mutmaße ich. Ganz klar, So, jetzt muss ich nochmal kurz schauen, halt. Oder was fallen die jetzt? Da. Kälte. Warum alles gegen Kälte? Wofür habe ich Feuer? Einfach aus Prinzip. Weil das in jedem guten Rollenspiel sein muss. Spring einfach rüber, komm. Stein ist so schwer, um nach Exe zu werfen, fürchte ich. Moment, Schatz, was genau hast du da? Schnell, Feuerbereitschaft her! Stein geladen! Feuer! Perfekt. Gut. Und da sind wir auch schon drüben. Und haben noch so ein paar Echsendinger. Haben wir noch genug Leben? Passt. Bin ich näher ran?